mit Röhnt, ja so mein Nischel. Ich hätte gestern nicht so lange aufbleiben sollen. Nischel? Was ist denn das für eine komische Körperzone? Mach du nur deine Scherze. Nischel ist sächsisch für Kopf. Ich habe Kopfschmerzen. Mein Schädel fühlt sich nach der wilden Party gestern Abend so schwer an wie der von dem Karl Murks in Chemnitz. Ach der. Ja, den habe ich auch mal gelesen. Aber ich war schwer enttäuscht. Der ist nicht einfach zu studieren, aber na, dass du schwer enttäuscht bist. Also ehrlich, bis Seite 100 habe ich durchgehalten. Aber immer noch kein Indianer. Du meinst den Karl May? Ich meine doch den großen steinernen Karl-Marx-Kopf, den alle Chemnitzer nur Nischel nennen. Nun ja, du hast eben Karl Marx gesagt. Da musste ich doch kontern. Sicherlich. Von der Theorie her ist der Marx ein Gigant. Aber für viele, die ihn hier 40 Jahre in der Praxis studieren mussten, ist er halt Marx. Was hast du immer mit dem Marx? Ich bin eher Idealist. Und ich denke, du hast Kopfschmerzen. Ja, du mit deiner selbstgebrauten Erdbeerbohle. Mir dröhnt der Nischel, weil ich auf dich gehört habe. Anstatt auf mein Innerstes. Und Marx, der war Materialist. Der wusste, dass die Idealisten letztlich nur bewirken, dass Ideologie und Religion die Oberhand gewinnen. Was hat Karl Marx noch so gemacht? Mal abgesehen davon, dass er einen großen Kopf hatte und wahrscheinlich keine Ahnung von Indianern? Marx war Philosoph und kämpfte gegen Ausbeutung. Weißt du eigentlich, dass er dafür angegriffen wurde? Was mit Winnetou und dem Schatz am Silbersee? Stopp, stopp, stopp. Schluss mit Karl May. Marx und sein Freund Engels hatten Ideen, wie man einiges verändern könnte. Herrschaft des Proletariats und so. Aber was andere daran daraus machten und so. Marx vermutlich. Ja, und? Naja, du kannst alles, was irgendjemand mal aufgeschrieben hat, ganz anders interpretieren und dann behaupten, es wäre genau nach der Lehre von diesen oder jenen. Verstehst du? Nee. Also pass mal auf. Ich sage dir, dass Geld Mist ist, weil es Besitzstände markiert. Aber wir brauchen es in unserer Gesellschaft, um zum Beispiel Nahrung zu kaufen. Aha, du willst wieder jagen gehen? Auch eine Interpretation, aber wenn du nun anderen gegenüber behauptest, ich lehne das Geld ab, dann ist das nach meiner Meinung nicht einmal falsch, nur das ist lediglich die Hälfte meiner Worte, denn ich brauche ja Geld, um zu leben. Aha. Und das hat Marx? Eben nicht. Marx gab Hinweise, wie man was verändern kann. Er schrieb es in seinem Manifest auf und dann machten andere eine Menge anders und behaupteten, er hätte das so gesagt. Also jetzt bekomme ich Kopfschmerzen. Denk einfach an deine Indianer, dann vergeht's.